Herzlich willkommen bei Pharmalogisch. In diesem Video wollen wir uns eine ganz bestimmte Arzneiform mal näher anschauen, nämlich das TTS. Also umgangssprachlich könnte man sagen, das Wirkstoffpflaster. TTS, diese Abkürzung, steht für transdermales therapeutisches System. Das klingt sehr kompliziert und deutet schon mal an, dass das eine recht weit entwickelte galenische Form ist, die es dementsprechend auch noch nicht so lange gibt. Transdermal deutet an, wie das Ganze angewendet wird und funktioniert. Trans wie durch und dermal wie die Haut. Das heißt, das sind Pflaster, die klebe ich auf die Haut und irgendwie schafft es der Wirkstoff, aus diesem Pflaster durch die Haut hindurch im Blutkreislauf anzukommen. Das ist das erste ganz Wichtige, was wir uns merken. Wir kleben das Pflaster zwar an einer Stelle am Körper auf die Haut, aber der Wirkstoff kommt im Blutkreislauf an. Es handelt sich also um eine sogenannte systemische Applikation. Systemisch ist so definiert, wenn es im Blutkreislauf ankommt, wenn es also dem ganzen Körper zur Verfügung steht, dann hat es eine systemische Wirkung. Eingangs habe ich ja gesagt, man könnte dieses TTS umgangssprachlich auch Wirkstoffpflaster nennen. Und das war aus diesem Grund nicht so ganz korrekt, denn es gibt auch wirkstoffbeladene Pflaster, die nur lokal wirken. Da gibt es zum Beispiel die Pflaster, die man auf Warzen aufkleben kann. Die enthalten Salicylsäure, um die Warze aufzulösen, damit man die so Stück für Stück abtragen kann. Und die haben nur eine lokale Wirkung. In diesem Video reden wir aber nur von den TTS, also von Pflastern, die eine systemische Wirkung haben. Ich zähle euch mal ein paar Beispiele auf. Besonders bekannt sind die Schmerzpflaster mit starken Schmerzmitteln, also es sind meistens Opioide, die da eingesetzt werden. Dann kennt ihr vielleicht die Nikotinpflaster zur Raucherentwöhnung. Es gibt auch Hormonpflaster und es gibt auch Pflaster mit Wirkstoffen gegen die Alzheimer-Demenz. Ja, wie funktioniert das jetzt? Wie kann ein Pflaster den Wirkstoff in den Blutkreislauf abgeben? Und, das ist auch ganz wichtig bei dieser Arzneiform, der Wirkstoff wird nicht auf einen Schlag freigesetzt, sondern das geht schön langsam über Stunden und Tage verteilt. Das hängt jetzt ein bisschen vom Pflastertyp ab. Manche kann man 3 Tage drauf lassen, manche wechselt man täglich. Das ist unterschiedlich, aber auf jeden Fall wird der Wirkstoff nie auf einen Schlag freigesetzt, sondern immer peu à peu. Wenn man sich den Aufbau anschaut, dann kann man da 2 Typen unterscheiden. Es gibt die sogenannten Membranpflaster und es gibt die sogenannten Matrixpflaster. Ich habe euch hier mal 2 Skizzen gemalt, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Fangen wir mit dem Membranpflaster an. In diesem Pflaster gibt es ein Reservoir und da ist der Wirkstoff in einer Flüssigkeit aufgelöst. Und dieses Reservoir wird auf der einen Seite von einer Kontrollmembran begrenzt. Das ist die Seite, die dann auf die Haut aufgeklebt wird. Und auf der anderen Seite von einer Abdeckfolie, die einfach das Ganze nach außen hin schützt. Und der eigentliche Clou an diesem Pflaster ist die Kontrollmembran. Die sorgt nämlich dafür, dass der Wirkstoff da nicht auf einen Schlag durch und in die Haut gelangen kann, sondern die sorgt dafür, dass da immer nur so ein bisschen Wirkstoff kommt. Es fängt mit ein bisschen Wirkstoff an und wenn der dann durch die tieferen Hautschichten sich langsam bis in die Blutbahn arbeitet, dann wird der nächste Wirkstoff freigesetzt. Und so geht das peu à peu, bis am Schluss das Pflaster entladen ist, ich es wechseln muss und ein neues Pflaster aufkleben muss. Bei einem Matrixpflaster ist das Ganze ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar ist da in eine Schicht der Wirkstoff fest verankert. Also ich habe so eine klebeartige Masse, da ist der Wirkstoff auch drin, aber der kann sich da nicht frei bewegen. Der ist da fest fixiert und direkt von dieser Klebeschicht mit dem Wirkstoff drinne kann der Wirkstoff dann so peu à peu in die Hautschichten diffundieren. Auch da habe ich natürlich wieder eine Abdeckfolie, um das nach außen zu schützen. Und da sorgt die Matrix dafür, dass sie den Wirkstoff nicht auf einen Schlag komplett freigibt, sondern immer peu à peu ein bisschen. Vielleicht habt ihr es jetzt schon rausgehört, wenn ich so ein TTS genau bezeichnen will, dann gibt es da verschiedene Zahlen, die ich angeben kann. Ich kann zum einen angeben, wie viel Gesamtwirkstoff ist denn in diesem Pflaster drin.
und ich kann angeben, wie viel Menge von diesem Wirkstoff pro Stunde wird denn freigesetzt. Das sorgt manchmal für Verwirrung, weil das halt zwei völlig verschiedene Zahlen sind. Also man muss einfach gucken, steht da Pflaster mit, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 24 Milligramm oder steht da irgendwas von 0,8 Milligramm pro Stunde. Das ist dann die Freisetzungsgeschwindigkeit. So ein Pflaster wird sich auch nie komplett entleeren. Also wenn die Tragezeit rum ist, wenn ich das Pflaster wechsle und wegschmeiße, dann wird da immer noch ein bisschen Rest Wirkstoff drin sein. Das ist einfach physikalisch bedingt. Es wird nie funktionieren, dass der komplette Wirkstoff sich entlädt. Ja, was ist jetzt bei der Anwendung von so einem TTS zu beachten? Fangen wir mal damit an, was ich alles beachten muss, wenn ich dieses Pflaster aufklebe. Ich muss mir eine Hautstelle aussuchen, die sauber ist, die fettfrei ist. Also ich sollte nicht gerade dicke Körperlotion oder eine Creme aufgetragen haben. Die sollte möglichst unbehaart sein. Die muss unverletzt sein. Und ich sollte die Pflasterstelle auch täglich wechseln und das Pflaster nicht immer auf die gleiche Stelle kleben. Gehen wir das jetzt nochmal Stück für Stück durch. Warum soll die Stelle sauber sein? Naja, ich will halt keinen Dreck mit einschließen und nicht dafür sorgen, dass der auch noch mit irgendwie weiter diffundiert. Beziehungsweise ich will auch, dass das Pflaster gut klebt. Und wenn ich jetzt, ich mache es mal ganz übertrieben, gerade aus dem Garten komme und noch die Erde auf der Haut habe, dann klebt das Pflaster da halt nicht gut. Aus dem gleichen Grund sollte man sich nicht gerade eingecremt haben, auch dann klebt das Pflaster nicht. Und auch aus diesem Grund sollte die Hautstelle nicht stark behaart sein, denn auch die Haare würden dafür sorgen, dass das Pflaster nicht gleichmäßig klebt, sondern so Luftstellen entwickelt. Und dann klappt das mit dieser regelmäßigen Wirkstofffreigabe nicht. Warum sollte die Haut unverletzt sein? Naja, dieses Pflaster ist so konzipiert, dass es auf gesunder Haut in einem bestimmten Zeitfenster den Wirkstoff freigibt. Und wenn die Haut verletzt ist, dann wird diese Freigabe völlig verändert. In den meisten Fällen wird sie beschleunigt werden. Das heißt, ich habe dann plötzlich auf einen Schlag zu viel Wirkstoff im Körper. Und warum soll ich die Klebestelle wechseln? Es kann sein, dass die Stelle, an der das Pflaster aufgeklebt wurde, ein bisschen lokal gereizt wird. Das ist nichts Dramatisches, weswegen man diese Therapie beenden müsste. Aber damit das halt nicht an einer Stelle immer stärker wird, wechselt man die Pflasterstelle und dann kann sich die eine Hautstelle erholen, während das Pflaster auf einer anderen Stelle klebt. Was sollte ich beachten, wenn das Pflaster dann auf dem Körper klebt? Ich sollte die Stelle nicht zusätzlich wärmen. Auch dadurch würde ich wieder die Wirkstofffreisetzung beschleunigen und das kann schlimmstenfalls auch tödliche Folgen haben. Ich sage euch mal ein Beispiel. Eine ältere Dame, die hat ein morphinbeladenes Pflaster hier irgendwo im Nackenbereich aufgeklebt gehabt, ist zum Friseur gegangen und hat sich die Dauerwelle mit so einer Haube trocknen lassen. Also Trockenhaube, die ist dann ja, keine Ahnung, 20 bis 40 Minuten auf dem Kopf und heizt natürlich auch die Nackengegend hier mit. Das Pflaster war frisch aufgeklebt, das heißt, es war noch sehr viel Wirkstoff drin, der dann auf einen Schlag freigesetzt wurde. Und das war eine Überdosierung von Morphin. Das ist jetzt ein sehr extremer Fall, aber das trifft auch auf alle anderen Pflaster zu, wenn ich da irgendwie eine Heizquelle ranbringe. Also wenn ich in die Sauna gehe, wenn ich mich direkt in die Sonne setze, wenn ich eben eine Trockenhaube darauf halte, wenn ich noch eine Wärmflasche drauflege, dann wird die Freisetzungsgeschwindigkeit verändert, sie wird beschleunigt und ja, das Pflaster funktioniert nicht mehr so wie ursprünglich geplant. Was muss ich bei der Entsorgung beachten? Prinzipiell ist ein TTS in der Entsorgung sehr unproblematisch, also es muss nicht irgendwie als Sondermüll entsorgt werden. Das einzige Problem tritt bei den Pflastern auf, die Wirkstoffe enthalten, die sehr häufig missbräuchlich eingesetzt werden. Also wir reden wieder von den Schmerzpflastern. Und da gibt es ja nur leider viele Abhängige, die versuchen, aus diesen Pflastern Wirkstoff rückzugewinnen, indem sie die auskochen und sich das dann spritzen. Das heißt, ich muss beim Entsorgen sicherstellen, dass keiner mehr im Müll dieses Pflaster finden und nochmal weiter nutzen, missbräuchlich nutzen kann. Wie kann ich das erreichen? Zum einen kann ich es mal ganz klein schneiden, dass nur noch ganz viele verschiedene Fitzel verteilt im Müll vorhanden sind, was es recht schwierig macht, die so einzeln nochmal rauszupflücken. Und am besten packe ich natürlich das Pflaster irgendwie in einen anderen Müll mit rein,
indem man das entweder nicht vermutet oder wo keiner mehr was rausholen möchte. Ich bleibe jetzt mal bei einem Beispiel im Altenpflegeheim. Wenn ich das in eine Inkontinenzwindel mit reinpacke, dann möchte das da wahrscheinlich niemand mehr rausholen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis nächste Woche.